Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Chernobylite. Mein Name ist Devor und mir ist so warm. Es ist unglaublich, ey. Es hat gewittert heute Morgen oder heute Vormittag. Danach schien die Sonne, es waren 35 Grad gefühlt. Luftfeuchtigkeit 8000%. Es ist alles furchtbar. Aber lange Rede, gar keinen Sinn. Ich wollte mal gucken, was wir hier noch trainieren können. Hi, Olga. I was wondering if you could share some of... Ordnung, deine Tasche wird um 6 zusätzliche Fächer erweitert, finde ich gut. Disziplin, deine Gesundheitsleiste wird um 3 Punkte erhöht, finde ich auch sehr gut. Perfekte Kontrolle, dein Sturmgewehr fügt Gegner 50% mehr Schaden zu. Das finde ich alles sehr gut. Womit fangen wir an? Ich habe 4 Punkte. Machen wir das. Und dann mit den nächsten beiden Punkten das. Und dann am Ende das. Oder erst das. Weil 50% mehr Schaden fühle ich eigentlich schon. Ne? Das hier geht ja gerade. Gesundheitsleiste. Ja, aber ich glaube, das hier macht Sinn. Machen wir. Komm. Ja. Fantastic. I'm ready to learn. Oh, great Huntress. No jokes while we're training, or I'll smack you upside the head. Got it? Naja, schauen wir mal, würde ich sagen, was da kommt. Ich finde diese Trainingssession echt gelungen. Welcome to your second lesson, Igor. Now I'm gonna teach you how to handle your rifle in automatic firing mode. I'll let you in on a little secret. The fastest way to kill an enemy is to replace all their internal organs with lead at a rate of 700 rounds per minute. Okay, maybe it's not really a secret, but it is common sense. You're a scientist. You should appreciate that. You've already met your arch enemies, the cans. Now imagine you have to shoot them all at once. This exercise is about using full auto mode and emptying an entire magazine in one burst. You know the Petrov stance, right? Control the recoil and try not to tear up the clouds. Remember, I will terminate the training if you stop firing prematurely. Ready? Okay, go. Ich finde das echt immer noch total geil. Weil einfach einen Skillpunkt bekommen ist das eine, aber dafür tatsächlich auch was zu tun in der Trainingssession finde ich ganz nice. I think you're getting the hang of it. Now reload and finish them off, you ugly tin bastards. Jawohl. Auf die Blechdosen! Nochmal? Achso. Perfect! You killed them all? I think you now have a real fighting chance against your enemies. Well done, Igor. Böse Blechdosen. Nee, sehr schön. Kann man zwar nicht so viel. Nice job. It's so great to work with someone who actually cares. I'm tired of whiny people's bullshit. Finde ich echt cool gelöst, das Ganze, weil du kriegst nicht einfach Fähigkeitenpunkt. Du hast so ein kleines irgendwas, was du machen musst. Ein kleines Tutorial. Finde ich nice. Munition habe ich noch, sehr gut. Verbraucht man auch nichts. Schön. Dann würde ich eins noch machen. Ich habe hier gerade gesehen, ich habe, glaube ich, ein bisschen viel Revolver-Munition dabei. Ja, da würde ich lieber noch einmal Gewehrmunition mitnehmen. Schrotpatrone brauche ich gerade gar nicht, stelle ich fest. Ich habe gar keine Schrotflinte dabei. Kraftfeldgenerator. Das Ding habe ich auch noch nicht verstanden. Ja, nun. Steht aber auch nicht da. Ach, benötigt negative Massebatterie. Ah, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Negative Massebatterie. Ich glaube, da müssen wir welche machen, ne? Komm, wir machen mal ein paar. Wenn das geht... Schade. Das ist sehr schade. Dann würde ich mal kurz die Ausrüstung wechseln. Würde einfache Rüstung. Ich kann überlegen, ob ich mir noch eine andere Rüstung machen kann. Weil hier passt immer nur eine Metallplatte rein.
Was brauchen Keramikplatten? Nee. Ich glaube nicht. Cool. Hä? Wo war denn? Wo war denn? Was hier? Unwahrscheinlich. Oh, ich habe umgebaut, ne? Wiederverwerter? Nee. Ist ja schade. Was war hier? Munition. Taktische Rüstung. Benötigt Keramikplatte. Die können wir machen, ne? Ja. Ist das? Schwere Rüstung. Die können wir nicht machen. Ja, das hier sieht aber, glaube ich, ganz gut aus. Ja, komm. Dann nehmen wir die schwere Rüstung. Dann sammeln wir erstmal Pilze. Gut, das passt hier ja eher so mittelprächtig rein jetzt gerade, ne? Verdammt. Das dahin, das dorthin. Die nehmen wir mit. Das kommt hierhin. Das kommt dahin. Das kommt dort hin. Und das kommt hierhin. Kommt das dahin? Das kommt dahin. Das Geräusch ist so nervig, ey. Gut. Sortieren wir das einmal wieder durch. Jetzt habe ich negative Massebatterie. Ah, war hier noch welche eine drinne war. Ein bisschen. Okay. Ja, reicht aber nicht. Ich verbrate jetzt erstmal die Keramikplatten. Da haben wir ein paar von. Ja, sieht gesund aus. Machen wir so. Und dann gucken wir mal, dass wir ein paar Pilze sammeln. Erstmal geht's ins Bett. Vorher machen wir hier gar nichts. Runde schlafen. Und dann ist gut. Ja, bin total sicher. Ja, ich finde es ein bisschen blöd, wenn man die Hauptmission nicht macht. Dass die Slops für die... Igor, I need you. I need you now. Tanya? Meet me in the Pripyat residential area. Na klar. Ist genau das, was ich meine. Du machst eine Hauptmission und kriegst eine neue dazu. Gehst du zwischendurch mal irgendwie sammeln, was ich ja anfangs gemacht habe, hast du nur die Hauptmission und versuchst abzuarbeiten und du kriegst nächstes Mal immer wieder eine reingedrückt. Oh, ey. Kommt hier auch noch was? Einer von den Pappnasen? Das ist ja wieder ein tolles Wetter. Ja, jetzt haben wir hier 5 Dinger. Nee, immer noch nicht. Was haben wir hier? Roter Wald, Lebensmittel, Macht. Michael, dann Zentrum, Pripyat, Macht. Saschko. Kühltürme. Oliver. Und Olga. Geht hier mal hin. 65%? Das ist nicht viel, ne? Das ist nicht viel. Was haben wir denn noch? Wohnbezirke? 60? Auch nicht. Tja, Olga, ganz ehrlich? Schauen wir mal. Dann schauen wir mal, was geht. Was mache ich? Ein Siedler. Auf geht's.
Mikhail claims that everything is just business, but I know you can tell he's holding back the whole truth, can't you? There's a deep darkness within him, caused by loss and grief. Don't let it suck you in. Boah, ich wusste nicht, dass dieses Spiel so lange geht, ne? Gefühlt, wie ich denn jetzt? Wo bin ich hier? Sieht so anders aus als sonst. Creepy. Alter Schwede, okay. Was? Einmal hier gestartet. Und wo geht's hin? Da drüben lang. Cool. Jo, dann. Aber wir waren sonst immer woanders, oder? Das hier ist neu. Oder? Hier liegt nichts rum. Pilze. Ich brauche Pilze. Und Kräuter? Kräuter sind keine Pilze. Das weiß ich ganz genau. Hm. Nehme ich auch. Toll. Also zum Pilze sammeln ist hier ein bisschen schwieriger. Wo geht's lang? Da, ja, müssen wir eh hier irgendwie lang. Macken! Sieht irgendwie alles so ein bisschen unentspannt aus. Schon heavy. So. Gehen wir wieder an die Plattenbauten? Ja, ne? Boah, alter Schwede. Das sieht schon cool aus, muss ich sagen, ganz ehrlich. Schon sehr nice. Pilze! Es wird gespeichert, das ist nie ein gutes Zeichen. Pilze, Pilze, Pilze. Ich sammle mal ein paar Pilze. Einfach, weil wir echt Pilze brauchen. Ohne Pilze geht hier gar nichts. Nicht ohne meine Pilze. Wie, wo und was? Da. Zwei davon. Alter Schwede, sieht man fast gar nicht, ne? Er und seine Psyche, meine Herren. Aber die haben halt auch mal coolen Stuff dabei. Gerade auch so Munition und Co. Mechanikteile, jo, läuft. Ah, da gehe ich jetzt nicht hoch. Ich brauche eigentlich nur Mechanikteile und Pilze. Deswegen... 80-Gerät ist schon cool. Oder Wärmebild ist es ja, nicht Nachtsicht. Ich verwechsel jetzt immer. Weiß auch nicht warum. Da müssen wir rein. Glaube ich, ne? Morgen! Kann man dir helfen irgendwie? Du siehst ein bisschen zerschossen aus. Who's there? Don't shoot. Relax.
Mikhail sent me. Are you his business associate? His what? Ah, yes. Sure. Sure thing. I've been shot. I need help. Mikhail, I found your friend. NAR did a number on him. It doesn't look good. Fuck! Well, help the man! I need him! He's got connections! Besides, he doesn't deserve to die like that! Like a dog! Ich bin heiser, gib ihm ein Medikit. Es ist kein Wundermittel, aber es sollte vorerst reichen. Ich muss es so gut es geht wieder fit machen. Gib ihm nichts. Ja, mein Medikit haben wir doch. Komm, ich gehe einfach. Ciao. Vielleicht finde ich jemanden, der ihm helfen kann. Nee, Medikit, auf geht's. Let me patch you up. Thank you. I don't have anything on me. I had to drop everything when I ran. But I've got some intel you can have. Dieser Typ kennt sich aus, vielleicht weiß er was. I'm looking for someone. Her name is Tatjana Amelieva. Oder Tanja. She plays a violin, right? Mm-hmm. Sibelius. Yes. My God, that's her favorite composer. You know her? I can still hear the music. Beautiful. Inspired. Sibelius is not for everyone. Weeks ago, I started having the dreams. Only the music at first. Then I saw her. She didn't say anything, but I understood. She communicated with me through the music. My wife Katja used to play the violin, you see. That was our connection. What did she communicate? I wrote it down someplace. But it's still in my hideout. Probably swarming with NAR goons. Don't go anywhere. I'm going to check your hideout. This is very important to me. You'll be fine. I promise. Mach keine Versprechen, die du nicht halten kannst. Okay, ist es hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Das Gewitter doch draußen. Ich will nicht durchs Gewitter. Hier raus und dann darüber. Na klar, was auch sonst. Sieht nicht gut aus. Da liegt noch was. Will ich da hin? Boah, es ist wirklich... Ne? Braunschweig Ost. Halle Neustadt. Komm, es gewittert sowieso. Ich gehe mal rein. Was soll's? Was soll passieren? Was soll passieren? Pilze. Sehr schön. Nehme ich. Das kennen wir doch schon. Ich kann es nicht lesen jetzt. Kennen wir doch aber auch schon. Oder? Guck mal kurz. Ja, kennen wir schon. Okay, cool. Ja, dann hat sich das alleine wegen den Pilzen gelohnt. Ich gehe wieder. Kein Bock mehr. Ciao. War einer zu weit? Ja nun. Hier jemand Pilze für mich? Irgendjemand? Pilze? Auch sehr ungesund aus da drüben. Ach ja. Klar müssen wir hier rein. Was auch sonst. Ist bestimmt übelst chillig hier gleich. Pilze. Habe ich gerochen.
Na klar. Kann ich wegmachen? Das geht nicht. Ja, jetzt geht die Sucherei wieder los, ne? Nein. You thrash in. You know this expression, Igor? You are like a foolish child wandering in the dark. You think you're getting cancer, but the dark water is rushing in. Soon it will be over your head. You should have stayed away. You cannot ruin everything now. I won't allow it. So, want to show me what you're made of? Now run. I will hurt you if I have to. I'm giving you a 10-second head start. Warum? Aber ich möchte das nicht. Warte. Ich will nicht wegrennen. Der kann ja nicht hinter mir, ne? Oh oh. This is not going to end. You're full of surprises. But it's not over yet. Ja. Nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. So, rennen. Also, als ob ich hier irgendwie wegrenne. Ich glaube, es hackt. Schauen wir mal. Da hinten ist was Grünes. Da gehe ich mal hin. Boah, das ist schon... Das sieht schon... Ich mag das ja total. Also, wenn man rangeht, sieht man natürlich, dass die Textur nicht so geil ist. Aber von Weitem... Aber von Weitem sieht das doch schon ganz geil aus, oder? Oder? Nicht? Gut, dann nicht. Ist okay. Cool. Mhm. Hä? Schon wieder dreimal vorbeigegangen. Weiß es ganz genau. Halt nichts, ne? Dann gehen wir mal eine Etage nach oben. Hier ist zu. Oben ist noch was. Diese Geräusche, die machen einen auch wahnsinnig. Hier geht's raus. Geht's hier nach oben? Hier ging's mal nach oben. So. Gucken wir mal, wo wir hier hinkommen. Morgen. Hier geht's hoch. Mal kurz den hier machen. Aber hier ist halt wirklich nichts mehr, ne? Hier ist halt Sense. Eine Etage nach oben müssen wir noch.
Frage ist, wo? Wo geht es nach oben? Hier geht's nach oben. Hier geht's nach oben, okay. Ah ja, warte. Hier durch. Ist noch ein offenes Fenster. Ah ja, cool. Gehen wir hier nach oben. Keine Ahnung, ob wir hier hinkommen, wo wir hin müssen, aber es sieht so aus. Nehme ich natürlich mit. Warte, mein Bein juckt. Ah! Stopp. Aha! Hier wohnt doch wieder jemand. Sehe ich doch. Was haben wir denn hier? Donnerstag, 8. Datum unlesbar. Ich habe wieder von ihr geträumt. Rotes Kleid, wunderschöne Musik. Manchmal glaube ich, die Einsamkeit macht mich verrückt. Meine liebe Katja. Dienstag, 13. Datum unlesbar. Manchmal denke ich, es war die Jungfrau Maria, die herabstieg, was die herabgestiegen ist und meine Hand genommen hat, um mich zu dir und unserem Kind zu führen. Andererseits kann kein Apostel je erwähnt, dass die Mutter unseres Erlösers das Allegro Moderato von Sibelius so perfekt spielen konnte. Das konntest nur du. Das ist Tanja, Tatjana, ne? Er hat ja davon erzählt gehabt und er hatte sich auch irgendwie rein illusioniert und eingebildet. Montag, 19. irgendwas. Ich habe mir hier in den radioaktiven Ruinen unter Banditen, Schmugglern, Monstern und verdorbenen Seelen ein neues Leben aufgebaut. Vielleicht wollte ich Frieden finden oder mich dafür bestrafen, dass ich dich nicht beschützen konnte. Katja, dich und unser Baby. Dienstag, 27. Sie hat mich wieder besucht, dieses Mal war ihre Musik wütend wild. Es fühlte sich an, als hätte sich die Pforte der Hölle geöffnet und alle Dämonen wären ausgebrochen. Die Menschen stellen sich die Hölle feurig und dunkel vor, voller Rot und Schwarz, aber sie ist grün. Kannst du das glauben, Katjuschka? Freitag, 6. irgendwas. Das ist noch nie passiert. Die Frau im roten Kleid. Diesmal hat sie nicht Violine gespielt. Sie stand einfach in den Ruinen und sah mich schrecklich traurig an. Ich versuchte, mit ihr zu reden, fragte sie immer wieder, was sie wollte, aber sie antwortete nicht. Dienstag, 10. irgendwas. Die Frau im roten Kleid hat zum ersten Mal zu mir gesprochen. Ihre Stimme war leise, weich und zärtlich, war auch so schrecklich traurig, wie bei einem Abschied. Sie flüsterte, lass diesen Ort. Ich liege in der kalten Erde. Du wirst mich nie finden. Und das befürchte ich nämlich auch, dass die gute Tanja Tatjana relativ tot ist. Aber Igor sagt dazu nichts. Fähigkeitenpunkt. Na nun. Können wir noch was Spannendes machen? Gibt hier Pilze? Guten Wandpilze? Offensichtlich nicht. Keine Wandpilze. Oben ist auch nichts. Nö. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück. Ja, und dann würde ich mich hier schon mal verabscheuen und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge. Ciao mit V.